Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nacho. Wir kriegen es irgendwie nicht so richtig hin, auf die höchsten Stufen zu kommen. Liegt aber auch daran, dass wir teilweise Grütz-Skills kriegen, ja. Durch Bornerschuss ist zumindest schon mal ein Anfang. Aber so ist das halt leider, ne? Bei Glücksspielen. Oh, 540 Damage. Ja, muss man halt immer und immer wieder versuchen. Kommen wir nicht drum herum, ne? Wird schon. Mit dem durchbohrenden Schuss ist ja auf jeden Fall schon mal der Anfang gemacht. Ne? GP-Boost dazu. Für den Teufel, der dann später kommen wird, der uns ein Angebot machen wird. Was wir hoffentlich nicht abschlagen können. Oh, Crypt-Meister, sehr schön. Direkt vom Gegner zu spawnen finde ich auch immer geil. Gefällt mir ohne Ringschriftrolle sehr schön. Querschläger sinnvoller. Erstmal ein Auto-Aim zu haben. Aber okay, und eine schöne Ringschriftrolle bekommen ist auch super. Sobald wir dann mal einen guten Gegenstand haben, so eine seltene oder einen epischen Gegenstand, den werden wir natürlich auch aufrüsten. Da werden wir sicherlich mehr als nur eine Schriftrolle benötigen. Aber deswegen sparen wir dafür ja schon mal. Es wäre dumm, es jetzt zu verwenden. Na, eine gehen nochmal weiter, andere verschwinden sofort, ne? Ziemlich, tricky. Aber super viel Schaden, ne? Schön Kritz. Wunderbar. Herrlich. Und noch eine neue Ringschriftrolle. Oh, da ist ja der Blutdurst. Nope. Aber ein Angriffsbus auch nicht verkehrt gewesen wäre. Na egal. Ich hasse diese Gegner. Feiglinge hinter den Wänden. Finde ich nicht gut. Ja, so ein Angriffsboost bräuchte man schon, ne? 72 Damage ist nicht wirklich viel. Na, ja, fürs nächste Mal. Kritten wir jetzt? Ah, nicht gesehen. Schauen wir mal. Erhöht den Angriff leicht. 632, okay. Statt 570, glaube. Das ist okay.
In der Hoffnung, die haben dich nicht gesehen, aber die sind so schnell, dann kannst du gar nicht ausweichen. Warum stirbt denn das Vieh? Das hätte doch nicht sein müssen, ey. Das hätte echt nicht sein müssen, dass der mich trifft. So, wo bleibt der Querschläger? Danke sehr. Ich glaube, sind wir 6. Na gut. Ich glaube, das bräuchten wir mal dringend. Ansonsten hätte ich GP-Boost genommen. Weiß nicht, ob das sinnvoller gewesen wäre. Was ist eine Kiste? Kommt wieder ein Bossgegner? Tatsächlich. Wusch, 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 wusch. Das war knapp. Oh, Alter. 3 Crits hintereinander. Heftig. Das war übel. Sehr schön. Was bietest du mir an? Ein Angriffsgeschwindigkeitsboost. Finde ich nicht cool, was du mir anbietest. Irgendwie nur Müll. Das Zeug kriege ich auch nur, wenn ich die Runde überstehe. Ne? Wenn ich jetzt quasi verlieren würde, würde ich die Schrift auch nicht kriegen. Ne? Gehe ich von aus. Auf jeden Fall sind wir da nach Level 7. Gucken, welchen schönen Skill wir dann kriegen. Oh, ich habe schon Blutrausch, echt? Oh, mega nice. Das kannst du mehr Schaden zufügen. Wichtig für die jetzigen Level. ...797er Crit, oh, ist in Ordnung. Das ist okay. Schön reingerannt. So, dann haben wir die Hälfte geschafft. Okay, Angriffsgeschwindigkeit ist ja auch in Ordnung. Wahrscheinlich eher den Schildschutz und die Seitenpfeile sind eher so lala. Dann finde ich den Schildschutz schöner. Ah, hat mir der Pfeil gerade den Arsch gerettet. Der Schildschutz gerade den Arsch gerettet. Er hat den abgefangen, den Pfeil. Schön wieder leben, volles Leben.
Durch den Blutrausch. Unnötig. Man muss echt irgendwo den Winkel auch ausnutzen. Aber danach kommt schon wieder ein Bossgegner. Aber nach dem Mimik-Tor kommt ein Bossgegner. Hier benutzt er nämlich immer ein bisschen Leben dazu. Na, schauen wir mal. Ah, der Kleine wieder, na gut. Durch Querschläger geht es ja in Ordnung. Hier, da sind auch kleine Herzkristalle, sehr nice. Wenn schon direkt auf mich zulaufen. Totaler Overheal. Ah, geil, nehmen wir mit. Hier ist gleich direkt ab, wo wir drin sind. Ah, es könnte nach einem guten Run aussehen. Tatsächlich. Noch 1000 Leben insgesamt. Ja, okay, ich werde erstmal die Fledermäuse kennen. Danke sehr. So, wo ist meine Kopfschüsse? Oh, Level 10. Ich komme weiter. Auf einmal. Oh, nice. Werden alle verbrannt. Sehr nice. Okay, warum kann ich jetzt auf jeden Fall ein höheres Level als 10 erhalten? Alter Schwede. Übertreibt's halt. Komm, Kopfschuss! Ach, nicht. Nur die Bomben sind gefährlich, weil die tatsächlich super präzise schießen. Und halt auch über die Wände hinweg. Das ist super eklig. Okay, die schießen auch präzise, aber halt nicht wenigstens über Wände hinweg. Die Feiglinge. Oh, ich hab viel Leben verloren. Ah, nicht so geil. Ah, eine Kiste wieder mal. Nächster Bossgegner. Okay, der. Sehr uncool. Verbrenn, du Miststück.
Mit immer mehr. Reicht aber langsamer, ne? Dann würde ich ein bisschen angreifen hier. Danke sehr. Sehr schön. Drehen wir wieder am Rad, ne? Attack Speed oder Damage Share wäre ganz cool. Max in diesem Abenteuer. Mist. 40. Muss ich erst mal ein bisschen heilen, ey. Mann. Oh, nice Kopfschuss. Dass die aber auch unendlich weit fliegen, die Projektile. Vom Gegner. Dann fliegen die auch unendlich weit. Ich bin auch schließlich alleine gegen Tausende. Ein bisschen Leben wäre wieder ganz geil. Step for step. Starkes Herz. Mehr Dinger werden geheilt, ne? Ne, lass mal. Ich brauche jetzt Leben. Na, guck mal, wie viel Leben die Gegner haben. Auf einmal wieder. Richtig tanky. 46! Der hat mir Schaden gemacht. 47! Wird knapp. Ah, natürlich kommt sowas. Natürlich kommt sowas, Alter. Holy shit! Sowas, was hinter die Wände schießen kann. Nein, 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 nein. Stop, stop, stop. Oh, nice. Ich muss mich kurz kratzen. Ah, gib mir ein bisschen Leben, Alter. Ich mach gleich noch einen Boss gehen, ne? Scheiße. Okay, jetzt werden wir ein bisschen hochheilen noch. Ein Bossgegner kommt noch. Okay, unbekannter Gegner. Der ist ein bisschen pissig, finde ich, sein Mobkiller, oder? Hallo? Stop it? Weniger cool. Sobald ich den ersten kille, spawnt er direkt einen nach. Okay, macht er gar nicht. Der spawnt die ganze Zeit nach. Übertreib halt, Alter. Okay, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, gut. Alter, was ist das denn für ein Gegner? Was soll man denn da machen? What the fuck, Alter? Genau, wie soll man denn da Stufe 50 schaffen, du Drecksgame? Holy shit, ey. Alter.
Oh Mann, ey. 200 Leben beim Level Up aufsteigen. Oh Mann, ist das dumm, ey. So kurz vor 50 und dann kommt so ein unbesiegbarer Bossgegner. So ein absoluter Bullshit ist das. Holy shit. Ja, natürlich müsste sowas jemand auf Level 50 packen. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Na gut. Alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Archeron. Bis dahin. Ciao, ciao.